Also, dann machen wir direkt weiter mit Peter Fox, Schwarz zu Blau. Ach so, ihr habt euch bestimmt gerade gefragt, was trinkt der Dude eigentlich hier? Holy Energy. Checkt es gerne mal ab, wenn ihr mal ein bisschen wegkommen wollt von Red Bull, von Effekt, von Monster, Rockstar, anderen super zuckerhaltigen Getränken so. Checkt gerne mal Holy Energy ab. Super krasse Alternative, super wenig Zucker, dazu noch vegan. Und mit dem Rabattcode Patrick5 könnt ihr noch 5 Euro auf eure erste Bestellung sparen. Erster Link in der Beschreibung, kommt ihr direkt auf die Seite. Gönnt euch da auf jeden Fall was. Peter Fox, das nächste Video, was damals offiziell rauskam, und mit damals meine ich am 15. Januar 2009, Digga. Holy shit. Die zweite Single-Auskopplung quasi vom Album Stadtaffe. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Liken, Support ist kein Mord. Wir schnacken gar nicht lange. Für die, die es im letzten Video nicht mitbekommen haben von Peter Fox, wir haben auf alles neu reagiert. Videos online könnt ihr gerne abchecken. Wir sind am Sonntag live und geben uns das komplette Album Stadtaffe. Kommt da gerne vorbei. Twitch, Links in der Beschreibung. Wir gehen in Schwarz zu Blau. Peter Fox, 3 Minuten 35, Abfahrt. Kommt so ein bisschen psychoakustisch rüber. Also das könnte, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass wir Peter Fox Schwarz zu Blau uns anhören, könnte das perfekt für den nächsten Psychodriller als Soundtrack laufen. Ohne Scheiß. Geile 4K-Aufnahmen von Berlin. Komm aus dem Club, war schön gewesen. Stinke nach Suff, bin kaputt, ist ein schönes Leben. Steig über Schnapsleichen, die auf. Bei ihm hast du auch voll. Du denkst, okay, jetzt kannst du Drums sind drin, jetzt kannst du mitnicken. So, nein, du kannst nicht direkt mitnicken, weil es einfach so eine ganz andere Rhythmik hat. Ich habe im ersten Moment kurz gedacht, ja, Mann, jetzt kann ich mitnicken. Dann hat mich das aber drumtechnisch vom Rhythmus her komplett rausgeschmissen, ganz kurz. Digga, was geht ab? Guck mal jetzt. Komm aus dem Club, war schön gewesen. Stinke nach Suff, bin kaputt, ist ein schönes Leben. Steig über Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen. Ich seh die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden. Digga, wie er das float, sag mal bitte ehrlich, Digga. Wie er das float, wie er seine Pause und Betonung setzt. Guck mal, die Ratten, guck mal, wie er Ratten betont. Die auf meinem Weg verwesen. Ich seh die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden. Guck mal, Ratten, die sich satt fressen im. Und dann diese Pause zwischen im und Dönerläden, im Schatten der Dönerläden. Oder ich sag mal ehrlich, Digga, Betonung, Rhythmik, generell, wie er das betont, böse. Sie auf meinem Weg verwesen, ich seh die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden. Stapf durch die Kotze am Kotti, Junks sind benebelt, Atzen rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben, Szene schnö... Digga, wie er das rappt. Bro, irgendwo, wo ich vor kurzem auf Zukunft Pink reagiert habe, ich habe gedacht, okay, Peter Fox ist so ein Mainstream-Ding, so was ein paar Mal im Radio gelaufen ist. Weiß Gott, warum ich Haus am See mal gekannt habe. Das hat mir ein Kumpel damals vor 5, 6, 8 Jahren gezeigt, so. Ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Ich habe ihn nie so als krassen Rapper irgendwie gesehen. Wisst ihr, ich meine so? Nicht mal bei Zukunft Pink. Danach habe ich gedacht, okay, das Ding kann so original im Radio laufen. Tut's bestimmt auch. Jetzt haben wir uns gerade alles neu reingezogen, wo auch rap-technisch ordentlich abgeliefert hat. Und vor allem hier, Digga, die ersten Zeiten. Allen die ersten Betonungen. Böse on point. Richtig, richtig krass. Die Junks sind benebelt, Atzen rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben. Szene schnösel auf, verzweifelter Suche nach der Szene. Gepierste Mädels, die wollen, dass ich Straßenfeger lese. Auch dieses Suche nach der Szene. Gepierste Mädels, die. Gepierste Mädels, die Baba Baba. Und dann dieses Die wollen, dass ich Straßenfeger lese. Digga. Halb sechs, meine Augen brennen. Tret auf den Typen, der zwischen toten Tauben pennt. Hysterische Beute keifen und haben Panik, denn an der Ecke gibt es Stress zwischen Tarik und Sam. Tarik sagt, Halt's Maul oder ich werde ihm ins Gesicht schlagen. Guck mal, Tarik sagt, Halt's Maul oder ich werde dir ins Gesicht schlagen. Er fühlt sich auch hier wieder. Ich habe es bei Alles Neu schon gesagt. Guck dich gerne meine Reaktion dazu an, ne? Ich habe dazu viel zu dieser musikalischen Freiheit auf dem Beat gesagt. Wie er betont, wo er die Pausen setzt, wie er float. Das ist einfach so aus freien Stücken noch gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Da wurde jetzt nicht gesagt, okay, hey, dieses Jahr muss ich jetzt noch 5 Songs rausbringen, sonst sind meine Fans auf Instagram oder sowas sauer auf mich. Oder ich muss dieses Jahr noch ein Album rausbringen, weil das Major-Label das so möchte. Wisst ihr, was ich meine so?
Das, damals wurde freie Musik gemacht, in jeder Hinsicht so. Damals wurde sich dann irgendwann ins Studio gesetzt und gesagt, hey, guck mal, jetzt bauen wir einen Beat. Ich habe hier einen Text, jetzt rappen wir einfach frei drauf. Wie soll ich meinen so? Wir lassen die Adlibs weg, teilweise machen wir hier ein bisschen was, da ein bisschen was, aber lassen das grob einfach nur Musik sein und drücken das nicht irgendwie künstlich in eine Richtung durch Autotune, EQ, Compression, Saturation, hast du nicht gesehen, wie soll ich meinen so? Wir lassen es zum größten Teil rough in Anführungsstrichen und das hört man halt immer noch super krass raus. Heutzutage noch viel mehr als damals, weil wir heutzutage halt eigentlich nur musikalischen perfekten Klang haben, perfekt in Anführungsstrichen, weil perfekt musikalisch nicht direkt nicht immer perfekt ist so, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wir haben programmierte Claps, Snares, Hi-Hats, wir haben ja alles schon vorprogrammiert, wisst ihr, ich meine so. Damals war noch alles irgendwo rough und frei so. Stress zwischen Tarik und Sam. Tarik sagt, Hals, Maul oder ich werd ihm ins Gesicht schlagen. Sam hat die Hosen voll, aber kann auch nicht nichts sagen. Die rote Suppe tropft auf den A. Hier war so die erste Stelle überhaupt, die ich jetzt von Peter Fox gehört habe, wo ein bisschen unrund rüberkam. Ne, ich habe bis jetzt Peter Fox nur in den höchsten Tönen gelobt so und ich werde es natürlich auch weiterhin tun, wahrscheinlich so, wenn sich die Musik weiterhin so anhört, wie sie sich gerade anhört so. Hier ist aber so die erste Stelle, wo ein bisschen unrund rüberkommt, meiner Meinung nach, nur vom Flow her. Wir haben uns Zukunft Pink angehört, Rap perfekt. Haus am See kam ja auch keine Stelle vor, wo es irgendwie ein bisschen holprig rüberkam, alles neu auch nicht. Hier ist so die erste Stelle, wo er ein paar viele Silben noch reindrücken muss so. Sam hat die Hosen voll, aber kann auch nicht nicht. Hat die Hosen voll, aber kann auch nicht nicht sagen so. Das passt schon, aber er muss halt dieses Aber, er muss es da noch reindrücken, wie soll ich meinen so? Und das kommt da dann so ein bisschen gedrückt und kurz ein bisschen hektisch rüber. So. Als Maul oder ich werd ihm ins Was nicht schlimm ist. Sicht schlagen, Sam hat die Hosen voll, aber kann auch nicht nicht sagen. Nach einmal hören, zweimal hören, ist es auch voll nice wieder so. Rote Suppe tropft auf den Asphalt, mir wird schlecht, ich mach die Jacke zu, denn es ist kalt. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Digga, soundbildtechnisch gehen diese Hooks auch bei Alles Neu, war das auch schon so. Bei Zukunft Pink sowieso. Die Hooks gehen super krass auf, mit so Brass-Elementen auf jede neue Zählzeit, so auf jede neue Eins quasi, so ein Brass-Hit oder sowas. Super Streicher, die halt super aufbauen, klingen der Hook jetzt hier. Guck mal, wie die Hook im Vergleich zu dem Part aufgehen so. Jetzt, guck mal. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. So schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Super dominant auch so, voll dieses fundamentale Ding im Song. Man merkt auf jeden Fall, man ist in der Hook angekommen, so, wisst ihr, ich mein? Es wird für mich wohl das Beste sein, ich geh nach Hause, schlaf mich aus. Und da haben wir schon einen Reim eigentlich auf schwarz zu blau, schlaf mich aus. Diese A-Au-Silbe, schlaf mich aus, schwarz zu blau. Hier haben wir wahrscheinlich schon einen Reim drauf. Und während ich durch die Straßen laufe, langsam schwarz zu blau. Wird langsam schwarz zu blau. Nice, super nice, so böse Hook finde ich. Richtig so eine Rap-Hook so irgendwo ein bisschen. Wie soll ich meinen so? Sitzt auch nicht alles perfekt. Es ist alles so ein bisschen wackelig so. Vom Soundbild her, wie soll ich meinen so? Es passt nicht alles zu 100%, aber genau das hat die Musik damals so nice gemacht irgendwie. Auch guck mal, das hören wir heutzutage auch gar nicht mehr. So ein Breakdown nach der ersten Hook, beziehungsweise vor dem zweiten Part. Hatten wir bei Alles Neu auch schon so, keine Ahnung, so ein paar Takte, einfach nur Instrumental, wo halt so Streicher reinkommen oder sowas. Und vocaltechnisch nichts passiert. Wo man den Beat einfach ein bisschen laufen lässt. Jetzt. Und jetzt Peter Fox auf die neue 1 quasi erst einsteigt. Wisst ihr, ich meine so? Müde Gestalten im Neonlicht, mit tiefen Falten im Gesicht. Die Frühschicht schweigt, jeder bleibt für sich. Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht. Ja, Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht. Digga, seine Betonung auch immer wieder, diese melodischen Einsätze, Digga, die waren damals schon krass, ne? Schweigt, jeder bleibt für sich. Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht. Und überall liegt Scheiße, man muss eigentlich schweben. Jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden. Ich atme ständig durch den Mund. Oh, nice. Überall liegt Scheiße, eigentlich muss man schweben oder sowas. Jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden. Digga, er rappt, ist so böse, Digga. Ich schweben.
Jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden. Ich atme ständig durch den Mund, das ist Teil meines Lebens. Ich fühl mich ungesund, brauch was Reines dagegen. Ich hab einen dicken Kopf, ich muss einen Saft haben. Auch hier dieses Huh, kann man das Adlib nennen? Weiß ich nicht so ganz genau. Einfach so ein Huh, die halt ist halt nochmal so voll diesen Hit unterstützt. Was Reines dagegen, ich hab einen dicken Kopf, ich muss einen Saft haben. Auch dieses Huh und dieses Ha, das sind die Adlibs von damals. Heutzutage hat man so ein anderes Verständnis oder eine andere Vorstellung von Adlibs vielleicht. Ich finde es aber hier auch super nice irgendwie. Was Reines dagegen, ich hab einen dicken Kopf, ich muss einen Saft haben. Ich hab dringlichen Bock auf Bagdads Backwaren. Da ist es warm, da geb ich mich meinen Träumen hin. Bei Fatima, der süßen Backwarenverkäuferin. R&B Balladen, Pumpen aus dem tragenden Benz. Feierabend für die Straßengangs. Ein Hooligan liegt einer Frau in den Armen und flennt. Diese Stadt ist eben doch gar nicht so hart, wie du denkst. Rundum wieder eine ganz, ganz eigene Nummer so. Gut, es liegt auch wahrscheinlich ganz, ganz stark daran, dass ich wirklich extrem selten oder extrem wenig bis jetzt in meinem Leben Peter Fox gehört habe. Bis jetzt konnte ich aber noch keinen Song irgendwie einschätzen so. Nach dem Motto, okay, das wird in so eine Richtung gehen, das wird in so eine Richtung gehen. Ich glaube, dass jeder Song vom Soundbild her super einzigartig ist, super alleine steht für sich, wisst ihr, was ich meine so? Und man jeden Song zwei, dreimal hören muss und sich wirklich auch reindenken muss, den Song auf sich wirken lassen muss, das ganze Album auf sich wirken lassen muss, damit man auch die Kunst dahinter komplett versteht, so, weißt du, ich meine, so, das ist ja das Geile daran, so, das ist nichts Plumpes oder sowas, wo du denkst, okay, wo du jetzt denkst, okay, jetzt wird mir wieder 0815-mäßiges erzählt, weißt du, ich meine, so, und jetzt muss ich eigentlich gar nicht zuhören, im Gegenteil, so, genau dann musst du zuhören und gerade bei so Peter Fox-Geschichten bis jetzt, habe ich noch nichts Plump-Oberflächliches gehört, weißt du, ich meine, so, sondern so ein Ding, wo du zwei, dreimal hören musst, wo du nachdenken musst, deswegen kannst du auch genau so Musik noch 10 Jahre später hören, es wird nicht langweilig, weißt du, ich meine, so, 10, 15 Jahre später, Leute sagen mir immer noch, Digga, das ist einer der krassesten Deutschrap-Alben jemals, so. Guten Morgen, Berlin, du kannst so hässlich sein. Digga, wie diese Hook aufgeht, finde ich mächtig, ne? So hart, wie du denkst. Guten Morgen, Berlin, du kannst so hässlich sein. So dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein. Deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein. Ich geh nach Hause und schlaf mich auf. Während ich durch die Straßen laufe, langsam schwarz zu blau. Ich bin kaputt und reib mir aus meinen Augen deinen Staub. Hören wir heutzutage auch gar nicht mehr. Man hätte höchstens heute nochmal die Hook bekommen, mit keiner neuen Lyrik so. Jetzt packt er nochmal in diesem ganzen Hook-Feeling nochmal die Hook hinten dran, wisst ihr, ich meine so. Aber er erzählt nochmal was anderes mit einer ganz neuen Lyrik. Heutzutage hätte man einfach diese Hook, die man eh schon zweimal im Song gehört hat, noch ein drittes Mal hinterhergepackt, wisst ihr, ich meine? Ich bin kaputt und reib mir aus meinen Augen deinen Staub. Du bist nicht schön und das weißt du auch. Dein Panorama versaut. Siehst nicht mal schön von beiden aus. Doch die Sonne geht gerade auf. Und ich weiß, ob ich will oder nicht, dass ich dich zum Atmen brauch. Super krass. Super. Super krass. Krasse Kunst. Und ich sag mit Absicht Kunst, weil es ist von vorne bis hinten Kunst. Vom Arrangement her, von den Samples her, von den Vocals her, was er rappt, wie er das rappt, wie er das betont, was er uns erzählt, wie er über seine Stadt geredet hat, ist krass. Und ich freue mich extrem aufs restliche Album, also Real Talk.